jetzt ist ja gerade die Tomatensaison und wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr ganz, ganz lange diesen Kanal schon mitverfolgt, ich bin ein riesengroßer Fan von Tomaten. Ich liebe die Dinger einfach und deshalb dachte ich mir, jetzt ist Saison, ich liebe sie, ich kann noch ein cooles Video für euch machen mit einer Tomateninspiration und das gibt's heute. Und zwar zeige ich euch, wie man Tomaten einlegen kann, also wieder fermentieren kann, beziehungsweise einfach länger haltbar machen, damit sie euch nicht gleich schlecht werden, falls ihr doch jemand seid, die vielleicht Zugang haben zu einem Beet oder wo ihr selber Sachen anpflanzt und ihr könnt vielleicht einfach nicht so viele Mengen instant essen, so wie ich, und wollt ihr nicht, dass das alles schlecht wird oder könnt es an nicht genug Leute weiter verschenken, dann kann man es einfach einlegen. Das ist eine super Methode, damit man danach monatelang das noch weiter essen kann. Und zwar, wie das funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. Ihr könnt, wenn ihr wollt, zu dem Rezept gleich vorspringen oder vorspulen. Ich habe die Zeit hier unten eingeblendet. Ich wollte euch aber eigentlich vorab noch ein paar Nerd-Infos mitgeben rund um das Thema Tomate, weil ich habe mir dann eigentlich gedacht, ich weiß relativ wenig über diese coole Frucht und da dachte ich mir so, okay, jetzt lese ich mich selber ein und jetzt kann ich euch eigentlich in dem Video auch noch ein paar Infos mit auf den Weg geben. Also fangen wir damit noch kurz an, bevor wir mit dem Rezept starten. Ursprünglich stammt die Tomate aus Mittelamerika und war auch schon bei den Mayas eine sehr, sehr geschätzte Frucht. Ich glaube, ich habe vielleicht mayische Vorfahren. Die Spanier brachten die Tomate dann aber im Laufe ihrer Feldzüge mit nach Europa, zum Glück, wo sie seitdem auch erhältlich ist. Tomatensaft war auch schon früher ein sehr, sehr beliebtes Mittel gegen alle möglichen Arten von Entzündungen. Ob Kopfschmerzen, Gicht oder sogar Ischias-Probleme, dort wurden damals Tomatenumschläge angelegt an den Körper. Und Tomatenöl wurde interessanterweise gegen Verbrennungen und allen anderen Formen von Hautverletzungen aufgetragen. Ich habe für euch noch einen ganz coolen Fun Fact, und zwar in Italien heißt es eigentlich, also Tomate heißt Pomodoro und es heißt wörtlich übersetzt der goldene Apfel. Das deutet eigentlich darauf hin, dass die Tomate ursprünglich gelb war und gar nicht rot und dann eben im Laufe unserer ganzen Züchtungen erst diese rote Farbe entstand. Das finde ich irgendwie total spannend. Aber ja, wollte ich euch nur mal so nochmal mit auf den Weg geben. Wie ihr ja wisst, schmecken ja Tomaten so süß-säuerlich und diese säuerliche Komponente kommt unter anderem vom Vitamin C-Gehalt, aber auch von der Zitronensäure und von der Apfelsäure, die enthalten ist in der Tomate. Je mehr dann die Tomate reift, natürlich, desto süßer wird sie, weil sich der Zuckergehalt erhöht und im Verhältnis dazu der Säuregehalt sich wieder ein bisschen erniedrigt. Und für alle von euch, die sich ein bisschen auskennen mit diesem Thema Säure-Base-Haushalt und Ernährung, die eher so säuerlich wirkt oder basisch auf den Körper, die Tomate, obwohl sie eben diesen säuerlichen Geschmack auch hat, wirkt auf den Körper wie ein Basenbilder, da sie eben sehr viele Mineralstoffe enthält, wie Kupfer, Kalium und Eisen. Dank ihres sehr, sehr hohen Wassergehalts und auch ihrem hohen Antioxidantgehalt verhilft sie uns dann damit, dass überschüssige Säuren im Körper abgebaut werden und auch die Giftstoffe neutralisiert werden. Und deshalb, obwohl die Tomaten säuerlich schmecken, helfen sie uns dabei, den Säure-Base-Haushalt in unserem Körper wieder zu regulieren. Ja, und was ist nochmal mit dieser ganzen roten Farbe? Naja, die rote Farbe stammt von dem Lycopin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und das ist eines der stärksten Antioxidantien, die wir eben haben. Und ja, Tomate rot, viele Antioxidantien für deinen Körper. Und die Tomate enthält auch Beta-Carotin, das dann wiederum im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden kann, also der aktiven Form. Beta-Carotin ist eine Vorstufe und die meisten Leute können es aber umwandeln. Aber da eben ein Tipp von mir, immer zusammen mit Fett essen, damit dieser Umwandlungsprozess auch wirklich gut funktioniert. Und Vitamin A brauchen wir für gesunde Haut, gesunde Knochen, Schleimhäute und auch eben Augen. Darum sagt man ja immer Karottensaft. Gut für die Augen, ne? Hat genau das gleiche Prinzip, hat viel Beta-Carotin, was eben umgewandelt wird in Vitamin A. Aber da auch immer ein bisschen Öl rein und das gleiche machen wir jetzt beim Tomatensaft auch. Vielleicht habt ihr deshalb schon öfters gehört, dass man vielleicht im Flugzeug sehr gerne einen Tomatensaft sich bestellen sollte oder im Sommer, wenn man jetzt halt echt einen sehr sonnenintensiven Tag draußen hatte. Da schützt einfach ein Glas Tomatensaft, um nochmal die eigene Haut zu schützen vor der Sonneneinstrahlung. Es ersetzt jetzt zwar nicht die Sonnencreme, falls man jetzt wirklich draußen sich brutzeln möchte, aber es tut auf jeden Fall deine eigene Schutzbarriere stärken.
Und natürlich wie bei allem trotzdem immer noch auf die Herkunft achten und am besten natürlich irgendwelche Tomaten wählen, die vielleicht aus dem Heimatland kommen. Und ja, dann habt ihr auch die kürzesten Transportwege und somit dann auch gehen am wenigsten Nährstoffe verloren. Abgesehen natürlich dafür, dass sie auch was für die Umwelt tut. Ja, genau. Und jetzt zeige ich euch, wie man diese Tomaten auch noch einlegt. Denn das schmeckt auch richtig, richtig lustig. Also wirklich lustig, weil der Geschmack, das schmeckt am Schluss nicht mehr wirklich nach Tomate, nachdem man die eingelegt hat. Aber ich kann es gar nicht beschreiben. Also das müsst ihr ausprobiert haben. Aber müsst ihr auch testen und dann mir bitte in den Kommentaren Bescheid geben, wie es euch getaugt hat. Weil ja, mich würde einfach auch eure Erfahrung da wirklich interessieren, was ihr davon hält. Also genug gelabert, auf geht's mit dem Rezept. Die gewaschenen Tomaten geben wir zusammen mit ein paar Scheiben geschnittenen Zwiebeln und einem Teelöffel ganze Pfefferkörner, zwei zerstampften Knoblauchzehen, drei kleinen Lorbeerblättern und zwei Esslöffel Apfelessig. Einfach alles in ein kleines Einmachglas oder ein großes. Und ein kleiner Tipp von meiner Oma an der Stelle, wenn ihr in jede Tomate kurz reinpiekst, dann geht ihr auf jeden Fall sicher, dass die während des Fermentierprozesses nicht aufplatzen. Also das würde ich auch noch als kleinen extra Hack auf jeden Fall einbauen. Und dann fehlt noch die Marinade. Für die Marinade tun wir in einem Topf einfach 1 Liter Wasser erhitzen und dann in dieses Wasser einen Esslöffel Salz und einen Esslöffel Zucker geben und umrühren, bis sie sich aufgelöst haben. Und jetzt schütten wir gleich direkt diese noch heiße Marinade in unser Einmachglas und füllen das Einmachglas wirklich randvoll auf. Und zu guter Letzt stellen wir einfach noch unsere eingelegten Tomaten jetzt für 24 Stunden bei Raumtemperatur, am besten noch bedeckt mit einem Kissen oder mit einer warmen Decke, irgendwo ins Wohnzimmer oder wo ihr halt noch gut Platz dafür habt. Und nach 24 Stunden ab in den Kühlschrank damit. Und dort würde ich es auf jeden Fall noch so mindestens 10 Tage, idealerweise 2 Wochen, lagern lassen. Und danach sind sie verzehrbereit. Ungeöffnet halten euch die Tomaten wirklich mehrere Monate, meine Oma sagt sogar bis ein ganzes Jahr lang. Und geöffnet dann aber bitte innerhalb so von circa 1 Woche dann aufessen. Also dann gutes Gelingen! So meine Lieben, jetzt wisst ihr auch schon wieder, wie ihr ein weiteres Lebensmittel einlegen bzw. fermentieren könnt. Ich habe, glaube ich, echt... Ich habe zu viele Videos zu dem Thema auf diesem Kanal. Keine Sorge, Leute, es wird auch wieder Zeiten geben, da kommen nicht mehr so viele Fermentiervideos. Aber ich bin gerade so im Flow, es gibt der Sommer so viele Dinge, die man essen und einlegen kann. Deshalb dachte ich mir so, ja, wird es mal wieder ein bisschen fermentierlastiger, der Kanal. Aber ja, ich habe auch wieder andere Videos in petto für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen oder Ausprobieren und Abwandeln. Lasst mir gerne eure Lieblingskreationen in den Kommentaren da. Ich freue mich immer von euch zu hören. Und ansonsten bleibt fit und gesund und ich freue mich, euch wieder übernächste Woche Dienstag begrüßen zu dürfen. Bis dahin, Fiat die!